Ein letztes Mal für dieses Jahr, meine Damen und Herren, werde ich Ihnen einen kurzen Streifzug ermöglichen durch die Absurditäten aus dem Bereich Finanzmärkte, Wirtschaft, Politik. Und ich muss eines sagen, dass an diesem letzten Tag, zumindest der letzten Handelstag jetzt vor Weihnachten, kurz vor Jahresende, das, was heute passiert ist, ganz locker einen Platz in den Top 10 der Absurditäten in diesem Jahr hat, wenn nicht der letzten Jahre. Denn das, was wir hier gesehen haben, das hat zu tun mit einer eingerittenen Kavallerie aus den USA. Das hatte zu tun mit Wladimir Putin und das hat zu tun mit deutschen Spekulanten, die offenkundig auf Kosten von Konsumenten und Unternehmen irgendwie eine Spekulation gemacht haben, sich die Taschen voll gemacht haben. Und das wollen wir jetzt mal im Folgenden beleuchten, auch nochmal kurz auf die Aktienmärkte heute blicken. Aber starten wir erstmal mit dem Titel hier, Gaspreis, Putin und die Kavallerie aus den USA. Denn wir haben ja gesehen, in den letzten Tagen vor allem ist der Gaspreis, auch der Strompreis, aber vor allem der Gaspreis, massiv nach oben gestiegen. 800% jetzt seit Jahresbeginn. Das ist ein Hausnümmerchen. Wir sehen, dass Gasanbieter pleite gegangen sind. Vor allem jene, die sich kurzfristig das Gas besorgt haben am Markt, hatten gleichzeitig aber meistens Jahresverträge mit ihren Endkunden. Da sind die dann über die Klippe gesprungen. Aber heute, siehe da, da ritt eine Kavallerie an in Gestalt von vor allem Flüssiggastankern aus den USA. Und dieses Flüssiggas ist ja extrem komprimiert, das heißt, da kann man auf relativ kleinen Raum relativ viel Gas konzentrieren, sodass da schon eine gewisse Menge zusammenkommt, auch wenn es, glaube ich, nur rund roundabout 30 Tanker sind, die hier der Fall waren. Jedenfalls sorgte diese Nachricht dafür, dass plötzlich der Gaspreis um über 20% mal eben eingebrochen ist. Hier sehen wir diese Schiffe auf dem Weg von den USA nach Europa. Also das sind jetzt seltsame Wendungen. Gestern noch totale Krisenstimmung, wo Firmen zum Beispiel sagen, ja, wir müssen Produktion einstellen, weil die Energiekosten zu hoch sind. Jetzt sehen wir, dass der Gaspreis fällt und plötzlich eine rettende Kavallerie aus den USA antritt. Übrigens, das, was Trump immer wollte, nämlich den Europäern das amerikanische Flüssiggas zu verkaufen, die Europäer aber gesagt haben, nee, lass mal, ist zu teuer, das scheint man jetzt irgendwie gerne zu nehmen. Aber die Geschichte geht noch weiter. Wir sehen hier mal diese Gaspreisentwicklung, wie das jetzt hier nach unten gegangen ist. Und wir sehen auf der anderen Seite nicht nur diese LNG Deliveries, also Flüssiggaslieferungen aus den USA, sondern auch das wärmere Wetter. Sie werden es vielleicht gemerkt haben, also zumindest hier in Hamburg ist es so, es hat heute noch geschneit und jetzt regnet es, die Luft wird milder. Das dürfte über Weihnachten jetzt für ganz Deutschland wohl gelten. Höhere Temperaturen bedeutet also fallende Energiepreise, nicht so fürchterlich ungewöhnlich, diese Kombination ist es, die die Preise nach unten treibt. Jetzt aber heute Wladimir Putin mit seiner jährlichen Pressekonferenz kurz vor Weihnachten und der hatte Folgendes gesagt, ja, die Deutschen, die haben kein Gas bestellt durch diese Jamal-Plattform, jene Pipeline, die hier ja durch Weißrussland über Polen nach Deutschland geht. Deutsche haben nichts bestellt, sagte Putin in dieser Pressekonferenz. Und ich wüsste jetzt nicht, warum man da die Unwahrheit sagen sollte, denn das könnte man ja leicht widerlegen, wenn dem anders wäre. Und Putins Theorie, was da passiert ist, er sagte, die Deutschen oder deutsche Firmen nutzten niedrigere Preise, die sie aus Langfristverträgen damals abgeschlossen haben, um das Gas mit Gewinn an Nachbarländer zu verkaufen. Er nennt hier vor allem die Ukraine, ob das wirklich die Ukraine ist, sei mal jetzt dahingestellt. Aber das würde bedeuten, dass hier bewusst nichts bestellt wurde, um den Preis nach oben zu treiben, man selbst aber eben im Besitz dieser Langfristverträge sich relativ günstig dieses Gas gesichert hat, das dann an andere mit horrenden Aufschlägen, horrenden Margen verkauft, dabei in Kauf nimmt, dass Unternehmen über die Klinge springen, dass nämlich die Gasanbieter, dass die Energiekosten für Unternehmen durch die Decke schießen, existenzgefährdend teilweise, dass die Konsumenten massive Preisaufschläge haben. Also das ist schon eine Schweinerei, ein Skandal, wenn man mal ehrlich ist, eine
Absurdität sondergleichen, wenn alles sich so zugetragen hat, wie es derzeit jedenfalls aussieht. Das ist wirklich etwas, was schon sehr, sehr erstaunlich ist. Kommen wir jetzt mal zu dem Geschehen in den USA. Wir haben heute die Verbraucherpreise, PCE, gesehen, also Personal Consumption Expenditure. Praktisch eine Kennzahl, die für die Fed sehr wichtig ist seit dem Jahr 2000. Und die ist einmal mehr höher ausgefallen als erwartet. Der Markt hat relativ relaxed reagiert, weil man sich sagt, naja, die Fed hat ja sowieso gesagt, sie wird jetzt Tapering mit dem Turbo beenden und sie wird dann vielleicht wahrscheinlich irgendwann Frühjahr, Sommer die Zinsen anheben. So what? Nehmen wir jetzt nicht so ernst. Aber man sollte es vielleicht doch ernst nehmen. Schauen wir uns jetzt hier mal diese PCE Core, also die Kernrate, an. Dann sehen wir, die ist auf 4,7% gestiegen. Höchster Wert seit Anfang 1989. Damals wurde da in Sachen Inflation der Peak erreicht, bevor dann ein geradezu jahrzehntelanger Abstieg begann. Damals wurde auch der Peak bei den Leitzinsen in den USA erreicht. Die standen bei 9,75%. Das muss man sich mal vorstellen. Da hat man eine Inflation von, naja, 4,7%, aber Leitzinsen von 9,75%. Das war noch das Erbe von den Zinsanhebungen von Paul Volcker. Jedenfalls sehen wir hier, wie damals der Zinssatz war und wie er heute ist, nämlich bei 0 bis 0,25, aber praktisch kein Zins. Und jetzt muss diese Geschichte langsam drehen, sonst wird es ungemütlich, sonst werden wir hier neue Höchststände erleben. Und das alles bedeutet vor allem Kaufkraftverluste für die Amerikaner. Wir sehen, dass deren Sparvolumen weiter zurückgeht, weil schlichtweg die Amerikaner mehr Ausgaben hatten als Einkommen wieder mal, nämlich sehen wir, dass jetzt hier die Sparvolumen nur noch bei 6,9% ist. Das ist der tiefste Stand seit Ende 2017. Also die Amerikaner haben jetzt weniger Ersparnisse als mit Beginn der Corona-Krise und den dann folgenden Segnungen durch Helikoptergeld, durch keine Ahnung, was da alles reingeschmissen wurde. Es war hier jedenfalls relativ üppig. Und wenn wir uns dann mal eben diese PCE-Zahl anschauen, also diese Verbraucherpreise anschauen, dann sehen wir, dass die Amerikaner einmal mehr Kaufkraftverluste hatten, nämlich in einem Monat von 0,2% wieder mal. Also das ist sozusagen das große Thema, dass die Geschichte deswegen so nicht weitergehen kann, weil eben die Amerikaner immer mehr an Kaufkraft verlieren und das ist ungünstig in einer Konsumwirtschaft, zumal wenn wir sehen, wie heute die Zahlen gezeigt haben, Verkäufe neuer Häuser außer den USA, da sind die Preisanstiege deutlich, deutlich schneller als in der ersten Hausbubble, die wir in den USA gesehen haben, also im Vorlauf der Finanzkrise, da geht es jetzt immer steiler nach oben. Die steigen im Faktor 3 bis 4 schneller als damals auf dem Hochpunkt der ersten US-Immobilienblase. Man kann also durchaus davon sprechen, dass wir jetzt hier in der zweiten US-Immobilienblase sind. Und auch, wenn wir uns mal die Tankstellen anschauen, die Benzinpreise, die ja für die Amerikaner bekanntermaßen wichtig sind, weil sie gern am Miami die Auto fahren. Da sehen wir jetzt, dass wir noch nie so hohe Benzinpreise hatten in den USA wie jetzt in diesem Jahr. Die sind von ihrem Hochpunkt so ein ganz bisschen runtergekommen. Lange nicht so viel wie der Ölpreis, aber ein bisschen war es schon. Aber eben nicht jetzt, eben nach wie vor auf dem höchsten Stand ever für diese Jahreszeit. Normalerweise gehen die Preise in dieser Jahreszeit, wie Sie hier unschwer an dieser Grafik erkennen können, latent nach unten. Und jetzt muss die Fed agieren. Warum muss sie agieren? Das wird in diesem Satz sehr deutlich. Die Fed hat keine Wahl. Inflation is out of the bag, also der Geist ist aus der Flasche. Und dieser Geist killt die Majority Party, das sind die US-Demokraten, das ist die Partei des regierenden US-Präsidenten. Jetzt müssen sie antworten und sie werden in dieser Antwort zu weit gehen, so dieser Kommentar. Und dann wird etwas brechen. Das ist die Message, die der Markt gibt, nämlich wenn wir uns jetzt mal eben die Fed Fund Futures anschauen, dann geht man davon aus, und wir sehen, dass die Zinserwartungen weiter gestiegen sind in den letzten Tagen. Dann geht man davon aus, dass eben die Fed jetzt erstmal die Zinsen relativ rapide anheben wird im nächsten Jahr, um sie dann aber ab 2023 beginnend dann wieder zu senken, weil man feststellt, dass diese Zinsanhebungen durch die Wirtschaft nicht vertragen können.
von der Wirtschaft vertragen werden können, von den Kapitalmärkten, von den Aktienmärkten vielleicht auch nicht so gut vertragen werden können. Und dann muss die Fed wahrscheinlich wieder die Gegenrichtung einlaufen. Also das ist schon ein massiver Zusammenhang. Wir sehen das auch an den Anleihemärkten. Wir sehen hier schon, dass wir nahe bei Invertierungen sind, etwa bei der 10- und der 2-jährigen US-Staatsanleihe. Da sind wir schon, wie Lance Roberts schreibt, hier in der Warning Zone, in der Gefahrenzone. Und es braucht nicht viele Zinsanhebungen, so sagt er, damit sozusagen dass man von der Warnzone dann eben in ein Gebiet kommt, wo die Dinge dann wirklich kompliziert und schwierig werden, wo die Dinge dann brechen, wo letztendlich etwas passiert, was die Fed dann später wiederum zum Umsteuern wird zwingen müssen. Jedenfalls sehen wir hier mal, was diese Fed-Politik vor allem ausgerichtet hat. Hier sehen wir mal die 10%, die Top 10%. Der Amerikaner besitzen 88% aller Aktien. Unten sehen wir in dieser Grafik aus der Fed von St. Louis, sehen wir, dass die unteren 50% der Amerikaner, also Einkommensprozent, dass deren Anteil an den Aktienmärkten immer geringer wurde, wir also eine massive Konzentration von Vermögen in wenigen Händen hatten. Und das geht wohl so weiter, denn die Aktienmärkte sind nach wie vor gut gelaunt. Man hat jetzt eben diese Klippen hinter sich gebracht, diese Tax-Loss-Selling. Wir haben das Rebalancing von Portfolios von institutionellen Investoren, die dann in der Regel ihre Aktienquote ein bisschen runterfahren mussten. Und so sagt Lance Roberts, ja, wir haben da noch Raum bei dieser Santa Claus Rally, weil eben auch das Sentiment nach wie vor relativ negativ ist. Fear and Greed Index oder auch andere Kennzeichen deuten darauf hin, dass es wenig Sinn macht, so sagt er, in Cash zu bleiben aus einer Trading-Perspektive. Da müssen also manche jetzt vielleicht nochmal hinterherrennen. Wie weit das geht, muss man sehen. Normalerweise sind auch dann die ersten 5 Januartage relativ positiv. Mal gucken, positiv auch die Entwicklung heute der Tesla-Aktie, nachdem der Elon gesagt hat, ja, also da ist man almost done mit seinen Aktienverkäufen. Daraufhin ist der Preis ja deutlich gestiegen, der Tesla-Aktie. Dann ist ihm eingefallen, naja, ganz fertig ist er noch nicht, da hat er nochmal ein paar Aktien verkauft. Aber jetzt ist das natürlich wieder mal ein typischer Musk zu sagen, bin fast fertig. Daraufhin geht der Kurs nach oben. Er kann wahrscheinlich damit gerechnet haben, dass das passiert. Und jetzt beginnt er weiter in diese Rallye hinein zu verkaufen. Wer dann Tesla Calls hatte mit Strike 1000, die werden heute verfallen, beziehungsweise da wird heute abgerechnet. Da ist es so, da konnte man einen solchen Strike noch vor 2-3 Tagen oder einen solchen Call noch für 35 Cent kaufen. Der ist jetzt 40 Dollar wert. Dagegen ist Krypto praktisch eine Kinderei, wie hier dieser Kommentar sagt. Und vielleicht noch ein Blick in Richtung Omikron, ist ja jetzt so die allgemeine These, die sich verfestigt, ob zu Recht oder nicht, werden wir abwarten müssen, aber wahrscheinlich, dass Omikron weniger gefährlich ist, was ja dann eine gute Nachricht wäre, wenn Omikron Delta verdrängt, faktisch, aber nicht gut vielleicht für die Chinesen, denn es hat sich gezeigt, dass Sinovac jedenfalls nicht effektiv ist gegen Omikron. Das zeigen neueste Ergebnisse und wir sehen, wenn wir jetzt noch mal kurz nach Deutschland blicken, im Agrarsektor in Deutschland weiter massive Probleme. Düngerpreise explodieren weiter und auch da kommt die Politik ins Spiel, denn die Amerikaner haben einen führenden Lieferanten von Kalidünger sanktioniert, weil das ist ein belorussisches Unternehmen, nämlich Beloruskali. Und jetzt ist es so, dass die Kali-Importeure, also diejenigen, die Dünger brauchen, China, Indien, Brasilien, versuchen von anderen Lieferanten die Ware zu bekommen. Das treibt die Preise weiter nach oben und bedeutet für unsere Bauern weitere Erhöhung der Kosten. Die müssen sie irgendwie weitergeben, wenn sie nicht in richtige Probleme kommen wollen. Also die Spirale dreht sich auch hierzulande weiter. Und abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen nochmal diesen Artikel empfehlen. Gaspreis fällt kräftig. Die Kavallerie ist im Anmarsch. Amerikaner retten uns vor Putin. Nein, Putin sagt, ich habe damit nichts zu tun. Sie retten uns vielleicht vor deutschen Spekulanten, die wiederum offenkundig kein Problem damit haben, dass Konsumenten und Unternehmen in richtige Schwierigkeiten kommen. Also das ist schon ein ziemlich starkes Stück und ich wünsche Ihnen jetzt wunderbare Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bedanke mich dafür, dass Sie mich das ganze Jahr ertragen haben, verweise nochmal auf den Artikel und sage Servus und Ciao.